Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhies80 mit einem neuen Film Arena Collection Unboxing Video für euch. Das erste von drei Stück, denn ich bekam nämlich auch drei Fullsubs heute, und zwar einmal die Nummer 155 Ralf Reichts 2 in diesem schicken Lenticular Fullslip, und da gucken wir zuerst mal rein. Dann die Nummer 156, und zwar, das ist nichts Geringes als Top Gun mit Tom Cruise auf 500 Stück limitiert und jetzt auch schon überall extrem teuer zu verkaufen. Unglaublich, aber war bei eBay, dafür gerne gucken. Eine Frechheit. Aber ihr wisst, bei mir wird es ausgepackt. Ich will auch den Inhalt sehen. Mir ist egal, wie viel es wert ist. Ich will es für mich behalten. Und von daher wird es auch ausgepackt. Und auch da gibt es auch dann auch mein Unboxing. Wahrscheinlich morgen erst. Einfach aus dem Grund, ich muss auch gleich auf die Arbeit. Und wie ich jetzt es schaffe, versuche ich es eben jetzt zwei, drei zu machen. Aber ich glaube, ich werde nur eins heute schaffen. So, und dann noch die 157 für mich persönlich der uninteressanteste Titel von den ganzen dreien, und zwar einmal hier The Lego Batman Movie in diesem schönen Fullslip, ist auf 750 Stück ebenfalls limitiert. Aber natürlich, wir fangen natürlich an mit der 155, ist natürlich völlig klar, wir machen natürlich der Reihenfolge weiter, und das ist natürlich jetzt hier Ralf Reichts. Und mal wieder ein Animationsfilm von Disney wurde hier in einer Filmarena Collection aufgelegt. Ist mal wirklich sehr selten geworden, aber es ist schön, dass jetzt auch hier irgendwie der Team mit Disney gelaufen ist und dass es auch da weitergeht mit einigen schönen Fullslips von Filmarena. Ralf Reichts, ansonsten zwei, hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Der Film ist ein bisschen noch bunter und verrückter als der erste Teil. Und auch so sieht auch schon mal das Fullslip aus. Wir haben hier ein Lenticular-Motiv drauf mit einer extrem starken Tiefenwirkung. Und bevor wir zu lange rumreden, wir gehen jetzt einfach mal nochmal die Folie runter, und dann gehen wir direkt in die Ego-Perspektive über. Und dann schauen wir uns mal dann die Fullslips mal ganz genau an. Wir machen hier mal kurz ein Schnittchen rein in die Folie. Und bevor wir jetzt hier die Folie ganz abziehen, machen wir erstmal noch was. Und zwar natürlich hier ganz wichtig für euch das Aufkleberchen angucken. So schaut Aufkleber aus von der Filmarena Collection 155, Ralf Reichts 2. Mit Nummerierung hier, 155. Und damit haben wir auch schon das abgeschlossen mit dem Aufkleber. Ihr wisst ja, ich zeige dir alles. Also auch dieser ganz wichtige Aufkleber, der darf natürlich nicht fehlen. So, die Folie lassen wir mal langsam hier ab. Und dann haben wir auch hier schon das Lenticular-Motiv. Und damit gehen wir auch dann direkt in die Ego-Perspektive über. Und dann gucken wir uns mal an, ob das Lenticular auch wirklich so schön ausschaut, wie es auch wirklich aussieht. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive. Nicht schon mal das schöne Ralf Reichts Fullslip hier. Und bevor wir das natürlich hier angucken, gibt es erstmal natürlich hier immer die, ja, das Beiblatt. Und hier haben wir schon mal dann die Limitierungskarte drauf. Und hier wie immer meine Limitierungsnummer. 229 von 750 Stück. Hier oben die Inhaltsbeschreibung von dem Film. Und hier haben wir aber nur ein Disc-Set mit dabei, also keine 3D-Version und auch keine 4K-Version enthalten. Und auch hier haben wir anscheinend auch keine deutsche Tonspur vorhanden, sondern nur Englisch und Tschechisch. Damit muss man jetzt aber hier leider leben. Und ja, hier nochmal das Bild. Auch das schaut auch ganz gut aus. Ist ein bisschen, wirkt ein bisschen in echt etwas dunkler als hier in der Kamera. Und dann machen wir jetzt hier mal die anders ja noch hier auch, hier muss ich wirklich sagen, ist auch das Bild wesentlich dunkler, als es von der Kamera rüberkommt. Aber auch das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Und hier nochmal das ganze Bonusmaterial, wo man dabei ist, ist aber, denke ich mal, auf jeden Fall baugleich zu der deutschen Version. Also hier, wenn man die deutsche Disc schon besitzt, ist auf jeden Fall auch hier dasselbe Bonusmaterial mit dabei. So viel dazu. Und hier nochmal eben das schöne Beiblatt. Und jetzt gucken wir uns mal, ja, das Fullslip an, ist ein Doppel-Lenticular-Motiv, und hier haben wir eben schon mal eben ein sehr schönes, tiefenwirkungsvolles Lenticular-Motiv mit einem wirklich leichten Flip-Flop-Effekt, wie ihr hier seht. Die Köpfe bewegen sich, aber wirklich eine extreme, sehr starke Tiefenwirkung, wie ihr habt. Man denkt wirklich, dass eben hier der Ralf und das Mädchen hier recht weit vorne sind oder im Hintergrund eben diese Stadt zu sehen ist. Schaut wirklich sehr schön aus, aber wenn wir jetzt eben mal ein wenig näher rangehen, dann sieht man leider auch, dass es auch wieder hier ein bisschen verpixelt ist. Also hier sieht man es auf jeden Fall jetzt sehr deutlich. Vor allem jetzt bei den Augen erkennen wir es ganz gut.
Und auch hier oben nochmal dann das Schriftzug. Also hier zum Beispiel hätte ich mir wirklich gewünscht, das als ganz normales Fullslip zu bekommen, mit wirklich einigen Glanzeffekten und Stanzungen. Hätte mir das hier wesentlich lieber gefallen als eben hier das Lenticular-Motiv, aber ist immer meine persönliche Meinung. Ich bin kein großer Fan von diesen Lenticular-Motiven, denn man kann einfach mit einem Fullslip wesentlich viel mehr machen als eben hier das Lenticular-Fullslip. Aber ist, wie man gesagt, meine persönliche Meinung. Ich mag einfach gerne mal einen Fullslip wesentlich lieber. Hier nochmal ganz Effekt nochmal. Ihr seht ja schon, der Kopf bewegt sich. Ansonsten noch mehr recht tiefe Wirkung und mehr leider auch nicht. Da haben wir hier den Spine. Und hier haben wir eben dann auch wieder Ralph Breaks the Internet. Einmal hier das Disney-Logo oben und an der Seite. Und nochmal hier das Blu-ray-Disc-Logo. Und ihr seht ja schon auch hier einen Glanzeffekt und ist auch erhaben, wenn man hier drüber langt. Man spürt es auch. Also das ist hier schon mal sehr schön gemacht. Und dann auf der Rückseite haben wir nochmal ein Lenticular-Motiv. Und ihr seht hier schon mit den ganzen Prinzessinnen aus den ganzen verschiedenen Filmen. Das haben wir auch bei dem Film auch ganz gut hinbekommen und gefällt mir auch sehr gut. Aber auch hier sieht man auch wieder diese ganzen kleinen Gesichter natürlich auch nicht ganz so gestochen scharf, wie ihr hier seht. Also man erkennt es auf jeden Fall schon mal sehr gut hier, dass es nicht ganz so ein scharfes Motiv ist und auch wirklich kein großer Effekt mit dabei ist. Aber hier vorne Ralf, auch hier bewegt sich leicht ein bisschen hin und her und wir gehen wieder näher ran. Auch hier seht ihr auch schon, dass etwas verpixelt ist, das Ganze. Okay, so viel dazu nochmal. Und dann haben wir hier schon mal dann das Innenfutter von diesem Fullslip. Und wir schütteln es mal langsam raus. Das Steelbook wird drin bleiben. Und bevor wir jetzt eben hier angucken, hier nochmal das Fullslip von innen. Auch hier wird es sehr stabil, wie das ihr kennt. Und mal riechen. Oh ja, sehr schön. Also trotz alledem sehr stabil das ganze Fullslip gebaut. Ihr seht schon, man kann es ein bisschen drücken, aber man macht es natürlich auch nicht. So, wir gucken weiter mal nach den Collector Cards. Und die sind nämlich hier enthalten. Einmal hier nochmal Ralf Reich, dann hier Collector Cards nochmal hier eben mit den beiden Hauptcharakteren hier und einmal hier einmal den Spine, auch hier gut zu erkennen und einmal hier nochmal zum Schluss nochmal hier nochmal Ralf Reich. Muss aber auch gestehen, der erste Teil gefällt mir einen kleinen Tick besser. So, wir blättern mal auf und dann haben wir hier einmal die Collector Charakter Cards und einmal hier Collector Foto Cards. Kann man das sein, dass wir etwas gemischt sind. Und dann haben wir jetzt erstmal hier die Rückseite von den, Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, das können jetzt hier die Charakterkarten aber sein. Also so schaut auf jeden Fall die Rückseite aus und wie gesagt, auch das Frontmotiv auch oder das Lenticular-Motiv und natürlich hier mit einem wunderbaren Prägung wäre das Ding echt richtig cool gekommen, wenn wir Glanzeffekte einsetzen können. Leider haben wir es hier wirklich echt verschenkt, finde ich sehr, sehr schade. Und ja, einmal hier haben wir dann hier wieder den Ralf. Und dann haben wir eben hier das Motiv, wo er gerade hier ein Smartphone hochhält. Auch das ist eine sehr schöne Idee. Und dann haben wir eben hier, ihr fällt leider den Namen nicht ein. Sorry, das tut mir jetzt leid, dass ich jetzt den Namen nicht weiß von den ganzen Charakteren. Ich habe den Film auch schon ewig nicht mehr gesehen. Dann das hier. Und einmal hier einen Daumen hoch. Dann einmal hier der Cursor. Dann ein Hashtag, wo er hier schickt. Aber die Bilder dafür wirklich sehr schön scharf. Da gibt es eigentlich nichts zu bemängeln. Dann ein bisschen, ja, Hintergrund ein bisschen langweilig, kann man sagen. Und dann haben wir hier nochmal eben dann die Suchleiste Google. Auch das sehr schön gemacht. Und nochmal hier eben dann noch dann das Ad-Zeichen. So rum. Und das schaut hier so aus. So wie schon mal zu den Collector Fotocards oder zu den Charakter-Cards, die werden wir mal sehen. Und dann haben wir jetzt eben hier die Rückseite. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier eben die Fotocards auf jeden Fall. Hier haben wir jetzt eben hier die Rückseite. Das gibt es ja auch schon hier in den Charakter-Cards. Und haben wir eben hier eben die Fotocards mit diesem Motiv drauf. Auch hier muss man wirklich sagen, die Motive
So, sehr schön gemacht, auch ein sehr scharfes Bild, wie ihr hier seht, auch recht farbenfroh. Und das hier. Das Motiv. Dann die Suchleiste wieder. Dann noch einmal das hier. Auch über einige Fotos sind hier enthalten. Finde ich sehr schön. Genau das ist mein. Ich liebe es bunt. Natürlich auch sehr viel Pink dabei. Also ich muss mir auch mal einmal diesen Film angucken. Und dann noch zum Schluss haben wir noch das Motiv hier. Auch nochmal ein Foto mit dem Auto. Und dann sind wir auch hier schon mal durch mit den Fotocards. Die machen wir jetzt gerne hier rein, wo sie hingehören. Die waren ein bisschen falsch einsortiert, aber ist ja nicht so dramatisch. Und einmal hier eben dann die Charakter-Cards. So viel schon mal zu den Kärtchen, wo wir dabei sind. Und dann schauen wir uns noch gleich mal hier dann das Booklet an. Und das schaut hier so aus. Auch, Moment, hier so rum. Mit den ganzen vielen Charakteren hier, die mit dabei sind. Und natürlich auch hier die ganzen Disney-Prinzessin, wie ihr hier seht. Und hier vorne natürlich Ralf Reicht und hier nochmal dann das WLAN-Zeichen. Und hier nochmal Ralf Reicht. Hier nochmal das Bein. Hier auch steht drauf Ralf Reicht, Ralf Breaks das Internet. Und hier dann noch die Rückseite. Und dann gucken wir jetzt hier mal rein. Und ich sehe schon, es ist einfach ein Fotobook in Hochformat auf jeden Fall. Ein bisschen auch wieder schwer zu blättern, wie man es eben kennt. Aber auch hier sehr schöne Motive auch. Ich habe eigentlich voll Lust, diesen Film jetzt anzugucken. Dank Filmweise, vielen Dank nochmal dafür. Ich habe ihn schon zu Hause, auch in demselben Steelbook. Auch hier nochmal in der Idee, wo wir vorhin schon gesehen haben. Also viele Bilder tun sich hier wiederholen von den Fotocards. Das müssen die Disney-Prinzessinnen sein. Ja, genau, das sind sie doch. Und dann sind wir jetzt auch hier gleich durch. Nochmal die Suchleiste. Und dann auf der letzten Seite hier das Motiv. Und dann sind wir auch hier schon durch mit dem Booklet oder Fotobuch von Ralf Reichts. Und jetzt gibt es zum Schluss das Steelbook, was persönlich für mich das Schwächste ist von der ganzen Sitzung, nämlich hier das Steelbook, was ich auch schon zu Hause habe. War, glaube ich, auch Zavi exklusiv, dieses Steelbook, wenn mir alles täuscht. Oder auch, gab es, glaube ich, auch in Deutschland. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ihr seht schon, dass wir jetzt nichts berauscht ist. Wir haben jetzt hier eigentlich hier mit dem Grund die Festplatte eigentlich hier. Und hier nochmal eben die beiden Charaktere. Und hier nochmal mit dem Hashtag-Zeichen drauf. Und hier nochmal eben dann Disney Ralf Breaks Internet. Aber ich glaube, bei uns war hier, sind Bilder drauf. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und hier dann die Rückseite. Ja, auch jetzt nichts Spektakuläres, aber gut, man kann leider nicht hier alles haben. Natürlich hier eine Filmbrille exklusiv, die wäre natürlich cool gekommen, aber leider haben wir das hier nicht. Wir schauen nochmal das Internet nochmal an. Und hätte ich mir auch gerne noch ein, ja, der Nicolas-Motiv noch drauf gewünscht. Ihr seht ihr schon nochmal hier. Eben trotz alledem, dass die Figuren hier im Glanzeffekt versehen und auch hier im Hintergrund auch die, ja, die Schaltkreise auch hier sind leicht aufgedruckt. Hier sieht man es eigentlich ganz gut so. Machen wir auf und natürlich hier haben wir dann nochmal dann die Blu-ray-Disc. Diese schaut hier so aus in blau wie Blu-ray-Disc und nochmal hier dann im Hintergrund nochmal eben die, ja, die Prinzessinnen von den ganz anderen Filmen. Und das ist eigentlich schon mal eine ganz coole Idee in dem Film auf jeden Fall gewesen. So, und das war's auch schon mit dem Full Slip von Ralf Reicht 2 oder Ralf Breaks Internet. Und wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm mit dem Full Slip und bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war das Full Slip zu Ralf Reicht 2 oder auch Ralf Breaks Internet. Und ja, was soll ich sagen, das Full Slip gefällt mir eigentlich ganz gut. Leider ist Nikolas nicht ganz so ein scharfes Motiv. Die Charakterkarten sind ein bisschen, ja, nicht so extrem schön gemacht worden. Und auch das Booklet, okay, kann man sich versehen lassen, aber für mich wirklich, das Steelbook ist wirklich sehr, sehr schwach. Hier noch ein Nikolas-Motiv noch draufgeklebt als mit Magnet. Wäre extrem cool gekommen.
Trotz alledem, ich mag den Film trotz alledem und natürlich auch eine schöne, würdige Edition auf jeden Fall gibt es hier auch noch dazu noch. Und ja, zu kaufen eben noch bei Filmarena. Kauflink ist unten in der Videobeschreibung drin. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall erst morgen wieder. Ich muss jetzt gleich auf die Arbeit, wir haben jetzt schon 11:30. Ich muss gleich los. Bis ihr das Video geschnitten habt, wird es auf jeden Fall knapp werden. Und deswegen gibt es eben Top Gun und auch das Lego Movie erst morgen am Samstag. Also ein bisschen Geduld haben, aber es kommt auf jeden Fall. Ja, was haltet ihr denn von diesem Full Slip? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Würde mich freuen. Und auch natürlich von dem Film, wie ihr den Film findet. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder beim nächsten Film Arena Collection Unboxing Video mit Top Gun und The Batman Movie von Lego. Bis dann, tschüss mit Ö und...